Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge sind wir hier in die Höhle eingedrungen und haben auch schon so eine komische Runenkiste wieder freigeschaltet. War gar nicht so einfach, bis ich mal drauf gekommen bin, dass hier die komischen Buchstaben oder Glyphen dort drinne oder Runenzeichen, dass die leuchten müssen, dass man weiß, dass das Richtige aktiviert ist. Habe ich nicht gleich gesehen. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir mal da oben weiter. Da haben wir ja den richtigen Weg schon gefunden und da gehen wir doch jetzt weiter, würde ich sagen. Schauen wir mal, was uns dort drin erwartet. Gegner dürften eigentlich keine mehr hier sein. Jetzt habe ich eigentlich alles geklärt. Und ich bin gespannt, ob wir dann wieder in die Halle zurückkommen bei dem goldenen Hirsch. Da war ja hinter dem war ja eine Treppe. Jo, scheint hier so eine Art Fressstation zu sein. Und ich sehe gar nichts. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ich hoffe auch, dass die tot bleiben. Ah, und jetzt sind wir auch schon bei dem Hirsch auf der anderen Seite. Die Statue, die sind drüben. Und der hat... In jeder Hand hat der was drinne. Oder hat der doch... Ja. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, dass es ein Bossgegner sein könnte. An die Wurzel hier. Da ist eine Tür. Lies vor. Oh, das ist Dörathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Das werden wir bestimmt rausfinden. Hier, Junge. Ja, Vater. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Neue Schriftrolle. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyrus Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rabenwächter. Okay. Boah. Haben wir mal weg hier? Was treibst du denn? Okay, das Hammer, ist hier noch was? Hier ist die Tür, hier wird es reingehen, denke ich. Hier gehen wir aber noch nicht rein. Wir looten erstmal die Kiste. Ich hoffe mal, dass wir nicht den Boss mit dem triggern. Okay, wir haben ihn nicht getriggert. Er ist ja auf jeden Fall an der Kette festgemacht. Oder? Oh ne. Okay. Ich habe richtig Angst, dass ich die blöde Tür da hinten aufmache. Okay, ich würde sagen, hilft aber nicht. Jetzt machen wir mal auf und schauen wir mal. Boah, was ist denn schwer, Defi. Ich sehe Fortschritte. Ja, langsam verstehen sie sich schon ein bisschen besser.
Aber ist ja klar, die kennen sich eigentlich fast gar nicht. Okay, hier scheint ein Kletterpunkt oder sowas zu sein. Konzentrieren, Junge! Wieder richtig Energie kostet. Hier geht's auch rein. Dort denke ich mal, wird es weitergehen. Da ist eine Truhe. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier sind wir gekommen, okay. Also gibt's bloß einen Weg, weil hier ist noch versperrt. Schon wieder dieses seltsame Harz. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Aha, okay. Das war's nicht. Wir müssen aber irgendwo so einen Runenstein finden. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Boah, ich brauche unbedingt Energie, ey. Okay, hier ist nichts mehr. Wir denn hier auch hoch? Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Wird's nicht hochgehen? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. So Energie, Mensch! Ist was zum Lesen wieder? Glaube ich. Heißlir. Das heißt Schrecken. Heißlir, wer oder was würde sich Schrecken nennen? Ich glaube, das werden wir bestimmt bald herausfinden. Jetzt schau doch mal, ob ich hier... Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Wieder keine Energie. Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen. Ah, okay, hier ist ein Shortcut. Naja, da wollen wir nicht. Wir sind jetzt hier. Aber gut zu wissen. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, man sieht echt wenig hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich eine Monsterhorde kommt. So eine Kiste. Die
Die nehmen wir natürlich gleich mit. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm jetzt. Hallo! Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Kommt jetzt gleich irgendwas. Oh mein Gott. Will ich da rein? Das hilft aber nicht, wir müssen da rein. Wir müssen. Boah. Herz des Berges. Neues Gebiet entdeckt. Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Ja, bei die. Mal hier schauen. Die Möpse, was hier rumstehen, dass wir die mal killen gleich. Also Rage-Ding haben wir extrem viel hier. Können ja aber nicht hoch, oder? Das ist eine Kette, okay, das ist ein Shortcut wieder. Wie kommen wir denn da rein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie wir reinkommen sollen. Mit Magie irgendwie wegmachen. Haben wir dann irgendwas? Fähigkeiten. Das schauen wir doch mal. Schild, Wächter, Schildkampf. Wir haben hier aber nichts. Warte mal, hier können wir was machen. Ne, das haben wir schon. Was ist denn das hier? Ist aber auch nix. Ressourcen. Okay, das sehen wir so mal auf. Hier können wir doch nichts machen. Da vorne ist wieder so eine Tür mit so einem Siegel. Die Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kann die gut sein? Ich weiß nicht, ob wir da einen Boss rausholen oder so. Weiter.
Das Areal sieht mir ziemlich groß aus. Es ist eigentlich... Das Ding fährt nirgends hin. Wie gemacht für so einen Bosskampf. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Vorwerk eindeutig Jötner. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern auch hier gelebt. So Leute, Entschuldigung für die kurze Pause, einen wichtigen Anruf gehabt. Heilung. Heilung. Kannst du das lesen? Ja. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Jetzt schauen wir doch nochmal kurz hoch. Aber hier war, glaube ich, nichts mehr. Also ein bisschen Holz klein zu hacken. Okay, so sehe ich jetzt hier nichts. Aber das ist so ruhig hier. Unheimlich. Hier hoch, weil die auch gar keine Gegner sind. Das haben wir clever gemacht, muss ich sagen. Ja, die Lichtverhältnisse sind wirklich teilweise, also das ist so ein bisschen. Oh. Komm.
Wäre vielleicht kein schlechter Punkt, sich hier zu verstecken. Symbol der Schatten. Okay. Komm, Junge. Morgen eine Kammer gefunden. Hier können wir natürlich wieder nichts machen. Verschlossen mit Magie. Das sind alles Dinge, die wir später machen können, wenn wir Magie haben. Okay, dort hinten war nichts mehr. Oder kann man hier auch nochmal rein? Nee. Nee, okay, dann würde ich sagen, werden wir mal das Rad drehen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe schon eine komische Vorahnung. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Junge! Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben, nachdem wir, weißt schon, wieder los sind. Schieße? Ja, das kannst du selbstständig mal machen. Das muss ich dir sagen. Schauen wir mal, ob wir hier rein können und dann vielleicht einen Shortcut öffnen können. War knapp. Ein bisschen weiter rangehen hier. Haben wir uns verirrt? Nee. Wie groß ist das hier? Es ist ein Berg. Groß. Okay. Der ist schon wieder Zwerg.
Hier würde es auch weitergehen. Klauenbogenverbesserung. Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Das ist mein Wort. Und für den Knirps? Das heißt, damit kannst du auch nicht schießen. So. Was können wir hier noch machen? Herstellen. Jetzt warten wir noch. Doch noch ein paar Weisheiten gefällig. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht. Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein, pass auf Fallen auf. Okay. Jetzt wollte ich aber nochmal schnell zurückschauen, ob wir hier nicht noch was machen können. Ist hier vielleicht irgendwas aufgegangen oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Da kommen wir noch nicht hoch. Wohin gehen wir jetzt? Gehen wir erstmal hier rein. Mit. Hier so ein schönes Kistchen, sehr schön. Fallen. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Na hier. Den hier meint, oder? Geh mal rein da. Okay, ich sehe schon. Ist dir gut? Sicher doch. Oh.
Oh, nö. Ist doch ein Riesentroll, oder? Hier sieht's aus, als wäre es der andere Gang wäre, oder? Ich kann ihn bewegen. Das ist der Hauptraum, aber wie kommen wir da durch? Such nach der Zugkette, die es öffnet. Können wir hier was machen? Ich hochwerfen kann ich nicht. Das für ein Und wo gehen wir jetzt? Können wir rein? Nee, da müssen wir das Ding hier bewegen. Sehe ich. Fertig. Dann los. Können wir das Ding da durchschieben einfach? Ich glaube, wir müssen. Ah, ich verstehe schon. Wir müssen hier noch hoch und dann können wir mit dem Wagen das Tor blockieren wahrscheinlich. Okay. So, nehmen wir hier erstmal die Loot. Hier ist auch eine große Heilung. Wohin gehen wir jetzt? Was ist das hier? Da scheint auch irgendwas drin zu sein. Wie kommen wir da rein? Über die Brücke dort oben wahrscheinlich. Okay. Gucken wir da oben. Wir haben doch jetzt hier gerade eine Tür aufgemacht, oder? Die hier. Wir könnten dort hinten. Okay, kann man nichts machen. Okay, dann geht's hier weiter. Ja.
Ich weiß nicht, jetzt sind wir in der Hauptkammer. Und haben hier, können jetzt die Shortcuts hier wahrscheinlich machen. Schau, ja. Noch eine Laterne. Okay. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Okay, hier legen wir mal die Kette runter. Okay. Hier machen wir mal auf. Und da ist eine Brücke. Ah, die haben wir ja gar nicht gesehen. The Bridge. Haben wir uns verirrt? Oh, ich spiele mit Controller schon wieder. Immer wieder das Problem, Leute, dass mein Controller ab und zu ausgeht. Ganz komisch. Falls nicht beabsichtigt. Und dann schauen wir gerne mal hoch. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Wir wollen die Möpse umbringen. Okay, das war's aber noch nicht, weil ich noch keine XP bekommen habe. Verstehe nicht, warum die ab und zu gleich auf ein Ding sterben. Und teilweise halten die dann so viel aus. Das war gut, oder? Passabel. Lauter altes Zeug. Wenn wir es nicht brauchen können, ignorier es. Ich weiß.
Okay. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal bei der Kette weiter. Schauen wir uns jetzt aber in der nächsten Folge an, Leute. Hier ist noch was. Machen wir das noch schnell auf. Ach, das ist auch nochmal ein Shortcut gewesen, oder? Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.